ganz Trier ist im Moment im Karl-Marx-Fieber. Am Wochenende feiert der seinen 200. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum eröffnen hier am Wochenende zahlreiche Ausstellungen. Zusammen mit Gerry Joost aus Mirfeld, der hier in Trier Geschichte studiert, schauen wir uns die Ausstellungen schon mal an. 3 Ausstellungen, 4 Standorte. Das ist 200 Jahre Karl-Marx-Trier. Wir beginnen im Stadtmuseum Simeonstift. Hier ist ein erster Teil der großen Landesausstellung Leben, Werk, Zeit zu finden. Im Simeonstift konzentriert man sich auf die verschiedenen Stationen in Marx' Leben. Die Besucher können seine Reisen nachverfolgen. Die Zeit, in der er gelebt hat, wird durch Gemälde dieser Epoche verdeutlicht. Briefe und Fotos machen die damalige Zeit greifbar. Was schießt dir denn so als erstes in den Kopf, wenn du den Namen Karl Marx hörst? Wenn ich den Namen Karl Marx höre, dann denke ich natürlich als erstes an das Kommunistische Manifest oder auch das Kapital, die großen Werke Marx und natürlich an Friedrich Engels und Marx und seine Stationen des Lebens. Von Brüssel über Paris bis nach Köln und viele weitere Stationen hat er ja hinter sich genommen oder auf sich genommen, um dann ja auch manchmal in Armut zu leben. Und da sind auch viele seiner Ideen hergekommen. Wie auch hier in Trier hat er sich nur wenige Jahre seines Lebens aufgehalten. Also die Jugend hat er in Trier verbracht. Im Karl-Marx-Haus ist er geboren. Ein Jahr hat er dort gelebt und ist dann mit seinen Eltern in das Wohnhaus der Marx gezogen, das direkt neben der Porta Nigra steht. Auch neue Technologie findet ihren Platz in der Ausstellung. Über Touchscreens lassen sich Informationen zu seinen Familienmitgliedern und Freunden ganz leicht abrufen. Weiter geht's. Alle Ausstellungen liegen im Zentrum von Trier. Zu Fuß erreicht man sie alle innerhalb von 15 Minuten. Nebenbei lernt man so auch noch die Stadt ein wenig kennen. Nächster Halt ist das Rheinische Landesmuseum. Hier kann man den intellektuellen Werdegang von Karl Marx verfolgen. Hier geht es um seine beiden größten Werke, das Manifest der Kommunistischen Partei und das Kapital. Zitate daraus lassen sich an den Wänden ablesen. Vom Kapital ist sogar eine Erstausgabe ausgestellt. Hier setzt man sich vor allem mit seinem Denken und seinem Handeln auseinander. Die Marx-Maschine macht das Kapital verständlicher. Hier wird der Bezug von Arbeiter, Kapital und Investition verdeutlicht. Um Ausstellungen in dieser Größenordnung zu planen, waren viele Arbeitsstunden nötig. Hinter dieser großen Ausstellung steckt eine jahrelange Arbeit und davor eigentlich noch die Erfahrung von noch mehr Ausstellungen. Das heißt, sozusagen, das ist ein Zulaufen, ein großes Jubiläum hin. Aber jede Häuser für sich haben eben auch Dinge vorher schon gemacht. Bis auf hier dieses Landesmuseum haben eben alle anderen schon mal mit Marx etwas gemacht und haben deswegen Erfahrungen. Und deswegen eben ist es auch in der Kooperation durchaus etwas zu diversifizieren. Denn es gibt Spezialitäten in jedem Haus und die Gesamtschau gibt dann eigentlich erst ein etwas runderes Bild. Die dritte und unsere letzte Station, das Museum am Dom. Ja, obwohl Marx und die Kirche nicht wirklich zusammenpassen, beteiligt sich das Bistum Trier an dem Jubiläumsprogramm. Hier geht es nämlich weniger um Karl Marx als Person, sondern um das Thema Arbeit. Das wird in verschiedensten Facetten dargestellt. Kurzfilme zeigen Menschen bei ihrer Arbeit. Bilder stellen die Frage, was, wenn wir in Zukunft durch Roboter ersetzt werden? Mit dieser Ausstellung beenden wir unseren Rundgang. Ein Fazit? Ich finde die Ausstellung sehr interessant. Also der erste Eindruck ist, sie ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Man hat sehr viele Gemälde, also bildliche Darstellungen aus dieser Zeit. Das macht dieses Programm und die Ausstellung doch sehr abwechslungsreich. Zum einen hat man aber auch die Biografien in diesen Bildschirmen, also in Touchscreens, oder auch Originaldokumente wie die Geburtsurkunden Karl Marx oder auch Teile seiner Werke auch zur Ausstellung hier. Würdest du weiterempfehlen? Die Ausstellung würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, ja.